So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Science, und wir legen sofort weiter. Ich weiß gar nicht, ob ich das tatsächlich heute alles raushaue oder tatsächlich in 2 Tagen aufteilen soll. Fakt ist, ich hoffe, wir schaffen das jetzt in dieser Aufnahme. Also, los geht's. Wir haben rausgefunden, dass Dr. Leitner nicht der Mörder war, denn Serena hat sich wieder bei gewissen Leuten von uns gemeldet und bei uns einen Countdown geschickt. Und damit haben wir Schlaumeier herausgefunden, ja, dass es alles nur gefaked gewesen ist mit Dr. Leitner. Jetzt wollen wir wissen, wie es weitergeht. Los geht's. Henry und ich. Was? Ich will es einfach nicht wahrhaben. Haben wir jetzt ein Gruppending mit Henry und ich? Hä? Das kann es doch nicht gewesen sein. Nicht nach all dem, was wir durchgemacht haben. Gott verdammt. Tomschi, ich will nicht, dass du stirbst. Das weiß ich doch, Norma. Ich will auch nicht, dass ich sterbe. Das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Jetzt hör doch erst einmal zu, bitteschön. Henry und ich sehen noch eine letzte Chance, dass du diesen Tag überlebst. Genau, dir bleibt jetzt noch eine Option. Du musst jetzt mit allen Mitteln versuchen, dem Mörder auf die Schliche zu kommen. Mit allen Mitteln, klar, das mache ich jetzt einfach mal so. Wie soll ich das denn machen? Soll ich mir einen Hasen aus dem Hut zaubern oder was? Und wie soll ich das anstellen? Das ist, glaube ich, die perfekteste Frage. Darüber haben Norma und ich lange spekuliert. Seit 10 Minuten. Und wir sind uns einig, dass es Folgendes funktionieren könnte. Wir wissen, dass der Mörder von einem Gefühl geplagt wird. Die Angst, erwischt zu werden. Und genau diese Angst musst du jetzt in deinen Vorteil nutzen. Zu meinem Vorteil? Ich verstehe nur Bahnhof. Ehrlich, verstehe ich aber auch gerade nur Bahnhof. Warte nochmal, ich erkläre es ihm. Ja, bitte. Ich bin total neugierig jetzt. Diese wackelnden Avatare, von denen du eben erzählt hast. Serena wollte dich darauf hinweisen, dass der Mörder noch unter uns ist. Nein! Es muss also jemand sein, den du kennst oder mit dem du Kontakt hattest. Und jetzt gilt es in Kürze, der Zeit rauszufinden, wer es ist. Ah, schön. Die Wright-Methode, englisch Wright-Technik, ist eine Vernehmungsmethode zur Befragung von Personen, die einer Straftat verdächtig werden. Sie wurden im Jahr 1948 von ihrem Namensgeber Johnny Wright, einem Chicagoer Polizeibeamten, entwickelt. Die Bezeichnung Wright-Methode ist eine geschützte Marke der von ihm gegründeten Firma, die es bis heute Schulungen in der Methode anbietet. Methode, direkte Konfrontation mit der Tat. Dem Verdächtigen soll verdeutlicht werden, dass die Polizei unbewilligbare Beweise gegen ihn hat. Verhörmethode? Das sollte ich ja, aber da könnte ich ja Henry nochmal auch Verhörmethoden. Dafür müsste ich ja einen speziellen Typen haben. Genau. Diese wird von der Polizei benutzt, um verdächtige Personen zu einem Geständnis zu bringen. Und dies solltest du jetzt zunutze machen. Konfrontiere jeden, der als Mörder in Frage kommt, mit einer Schuldzuweisung.
täusche vor, herausgefunden zu haben, dass er bzw. sie der Mörder ist. Der Mörder wird ohnehin schon nervös sein. Wenn er sich ertappt fühlt, wird dies ein Lügengebäude zum Einstürzen bringen. Sein Lügengebäude, ja. Aber ich habe doch schon eine Idee. Da spricht die Autorin Norma aus dir raus. Ja. Tomchi, was sagst du dazu? Ja, das könnte vielleicht funktionieren. Mir bleibt ja eh keine andere Wahl. Das ist doch völlig absurd. Und wenn euer Plan nicht aufgeht und der Mörder alles abstreitet... In dem Fall solltest du wissen, woran man eine Lüge zweifelsfrei erkennt. Ja, da bin ich mal gespannt. Achte auf Formulierungen wie "Ich schwöre bei Gott" oder "Gott ist mein Zeuge", weil Berufungen aus der Religion ein eindeutiger Lügenhinweis sind. Aha. Und wieso war mir Gott helfe und so? Denk daran, Tomji, du hast nichts mehr zu verlieren. Du musst jetzt alles auf eine Karte setzen. Alter! Doch du musst dich jetzt beeilen. Ja, das ist schon klar. Deine Zeit wird nicht ausreichen, um jeden damit zu konfrontieren. Ja, das ist mir auch schon bewusst. Beginne mit der Person, die am verdächtigsten erscheint. Und wer soll das sein? Da kommt doch jeder in Frage. Okay, ich versuche es. Da kommt doch jeder in Frage. Naja, ich gehe mal davon aus, Norma und Henry können wir mal drauf... machen wir mal nicht, weil die uns ja diesen Tipp gegeben haben. Ach, darüber haben Henry und ich schon spekuliert. Pass auf. Und zwar, meine Idee ist natürlich der Altersunterschied. Wir bleiben beim Altersunterschied und gehen mal vom älteren Teil aus, dass der Mörder älter ist als Serena. Sehr viel älter als Serena. Bei uns stehen Cedric und Tessa ganz oben auf der Liste. Die beiden wollten unbedingt ans Grab. Sie ließen sich nicht davon abbringen. Und könnten somit Dr. Leitner dahin gebracht haben. Und ihn totgespritzt haben. Und siehe da, plötzlich präsentieren sie uns leider Leiche samt Abschiedsbrief. Uns kommt das eher mehr als seltsam vor. Tomji, du solltest mit einem von den beiden beginnen und danach auf dein Gefühl hören. Beeil dich, Tomji, du hast noch knapp 45 Minuten Zeit. Doch, das ist ein Arsch. Sollen wir darauf hören, was die beiden sagen, Henry und Dings? Tessa, Norma. Vielleicht geben sie uns aber auch den Hinweis nur, um da selber von sich abzulenken. Boah. Dankeschön, Serena. Danke. Tessa. Ja gut, Tessa könnte Serena kaum schwängern, ne? Nun, send es ab! Wir haben nicht so viel Zeit. Ist das Spiel wieder abgespackt oder was? Spiel, was machst du mit mir? Ey, was stimmt hier gar nicht? Wir haben dich. Du kannst schon mal anfangen zu beten. Warum tust du uns allen so etwas Schreckliches an? Diese verzerrte Stimme, das warst du. Hören wir so an. Hä, was war ich? Gib dir keine Mühe, ich weiß, dass du dahinter steckst. Mann! Schon komisch, dass du unbedingt mit ans Grab wolltest, wo ganz auffällig Leitners Leiche liegt. Zufällig, meine ich. Warum wolltest du immer mit und überall dabei sein, um deine Spuren zu beseitigen? Nun, sende das doch ab. Sende es ab. Wow, ist das Spiel heute super schnell wieder. Kann ich das nochmal eben umändern hier? Hahaha.
Verdammt, du hast mich durchschaut. Ja. Er verarscht uns. Ich hatte an den ganzen Orten auch immer eine richtige gute Zeit. Als ich in Serenas Haus beinahe ertrunken wäre, das war der Hammer. Also das war Hammer, ja. Oder als man mich in der Asservatenkammer fast verhaftet hätte. Definitiv Wiederholungsbedarf. Oder als ich in der Papierfabrik fast die Liebe meines Lebens verloren hätte. Richtig geile Zeit. Idiot, Alter, ehrlich. Mann, ich komme aus dem Grinsen nicht mehr raus bei den schönen Erinnerungen. Du bist echt unglaublich. Und ich versuche auch noch wie verrückt dein Leben zu retten. Mein Leben retten? Schon gut, es tut mir leid, Cedric. Cedric, ich bin verzweifelt, mir läuft die Zeit davon. Ja, ich wollte dich gerade anschreiben. Wir wissen doch inzwischen, dass der Altersunterschied. Okay. Dass der Altersunterschied zwischen Serena und ihren Stecher sehr groß war. Ach hier, Winzip. Das ist wichtig, dass die Aktualisierung von Winzip jetzt. Ja. Aber ich glaube, das könnt ihr gar nicht sehen, ne? Dass mich gerade Winzip gerade crasht. Augenblick, warte mal. Oh, und jetzt spackt das alles noch ab. Dankeschön. Könnt ihr das sehen? Warte, das muss ich mir mal ganz kurz auf OBS anschauen. Nee, könnt ihr nicht sehen. Aber warum kann ich das sehen? Naja, ich kann es auch nicht wegklicken. Es nervt aber gerade intensiv. Ach, scheiße. So. Wer kommt also am ehesten in Betracht, so verrückt wie es auch klingen mag? Wolf und Strasser. Henry schließt sich aus. Ich wüsste nichts, was ich nur ansatzweise machen würde. Deshalb habe ich versucht, alles über Wolf und Strassers Vergangenheit herauszufinden. Und siehe da, mein Gefühl hat mich nicht getäuscht. Über beide gab es interessante Dinge zu finden. Strasser ist auch eine Option, ne? Schau dir an, was für einen Artikel ich über Wolf gefunden habe. Aber Wolf, Altersunterschied? Ist Wolf schon so alt? Nein, glaube ich nicht. Merkwürdig ist aber schon. Das muss man ja eingestehen. Regioblitz.de Blog Wolf. Verdammte Kacke. The Real Truth. Nichts ist härter als die Wahrheit. Vom erfolglosen Hacker zum gefeierten Helden. Guck mal, es ist doch hier die Rebecca. Die Beknackte aus dem 7 Endgame da. Eine Geschichte, die an das Märchen vom hässlichen Entlein aus dem schönen Spahn erinnert. Wäre da nicht zwei brutale Mordserien? Wolfgang Rüdiger Fröse, ein junger IT-Experte und selbsternannter Hacker, wagt den Schritt in die Selbstständigkeit. Wolf, wie er sich selbst gerne nennt, träumt von eigenem IT-Imperium, einem großen Kundenstamm und einer steilen Karriere. Doch der Start verläuft alles andere als einfach. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Wenn ich sage, der Anfang war holprig, dann ist das noch überschwängliche formuliert. Beschreibt Wolf die damalige Situation mit einem verschminzten Grinsen. Doch bereits wenige Monate später wird Wolf von der Nation als Held gefeiert und kann sich vor Aufträgen kaum retten. Doch was hat zu diesem unerwarteten Ruhm geführt? Wir alle erinnern uns an die sogenannten Bibelmorde. Junge, unschuldige Frauen, die von Liebeswahn getriebenen und von der Bibel besessenen Serienmörder zum Opfer fallen. So, genau, das waren die ganzen Sachen damals. Wolf wurde damals zwar nicht offiziell bei den Ermittlungen zu Hilfe gezogen, trug aber in großem Maß dazu bei, den Mörder zu entlarven und die Mordserie damit zu stoppen. Doch eine Heldentat reichte dem aufstrebenden Hacker nicht aus. Bereits wenige Wochen später wurde er erneut in eine Mordserie verwickelt, in der auch ich beinahe mein Leben geben musste. Doch der Heldenmut, Verstand und IT-Kompetenz, die sogar einen Bill Gates zum Staunen gebracht hätten, gelang es Wolf auch dieses Mal den Mörder unschädlich zu machen. Wolf, der inzwischen Expansionspläne arbeitet, zeigt sich sentimental. Auch ihm gingen die Todesfälle nicht spurlos vorbei. Mich trifft es heute noch, wenn ich an die vielen Tote denke und dazu Angst, selbst ins Visier des Mörders zu geraten. Ich stand teilweise kurz vor dem Nervenzusammenbruch. Die traurige Wahrheit ist, dass ich viele Bekannte und Freunde hatte sterben sehen, während sie ihr Leben geben mussten,
ist mein Business explodiert. Firmen, Personen aus der ganzen Welt kommen momentan auf mich zu. Nun komme ich nicht umher, mir die Frage zu stellen, brauchte Wolfs Karriere eine Tragödie, um richtig zu starten? Was wird Wolf tun, wenn der mit medialer Hype um die Bibelmorde abgeklungen ist? Braucht er eventuell eine neue Tragödie, um seinen Lebensstandard zu halten? Dieser Wolf steckt da doch mit allen drin, bla bla bla. Wolf ist ein wahrer Held, was soll er, bla bla. Rolfi, bester Mann. Okay. Wie komme ich hier wieder raus? Escape, kann ich hier wieder... Ich bin hier bei Google drin. Nein, nix Tomschi Tom. Oh Gott, Pornofilme. Ha, ich will hier wieder raus. Ich weiß gar nicht, wie ich hier rauskomme. So, das erforschen wir gleich mal. So, hoffentlich geht's weiter. Ich guck mal ganz kurz, ob es weitergeht. Meine Fresse, es war ja anstrengend, hier wieder rauszukommen aus dem ganzen Zirkus hier. So. Wolf hat anscheinend schon mehr erlebt, als er uns preisgeben möchte. Ja, das wissen wir. Das ist wirklich merkwürdig. Ich kann es gerade nicht fassen. Ich muss ihn sofort damit konfrontieren. Wir werden den Mörder nicht finden. Glaube ich nicht. Warte, da wäre noch unser zweiter Kandidat. Unser Oberkriminalkommissar Strasser. Du erinnerst dich sicher noch an den Strassers Online-Cloud. Du hattest sie ja selbst schon durchsucht. Ich habe mir diese nochmal genau angeschaut und bin auf eine interessante Mail gestoßen. So. Betreff Serena Blake, neu. Hallo Helmut. Ich hatte gerade eine Anfrage von unserem ehemaligen Kollegen Henry Fons. Du erinnerst dich sicher an ihn. Er hätte gern die neuesten Informationen über den Fall Serena Blake. Da du damals der Erste am Tatort warst und auch den Schreibkram übernommen hattest, habe ich folgende Bitte an dich. Falls du inzwischen irgendwelche neuen Informationen hast, leite sie doch bitte an Henry weiter. Er hat sie bis heute noch etwas gut bei mir. Wir hören uns die Grüße Jochen Friedrichs. Jochen Friedrichs. Schon seltsam, dass er mit Serenas Fall zu tun hatte und sage, der erst am Tatort war. Warum hat er uns das nie erzählt? Verdammt, der Kerl kam mir schon immer seltsam vor. Jetzt liegt es an dir, was du aus diesen Infos machst. Ich hoffe für dich, dass ich mit meiner Vermutung richtig liege. Wolf beschuldigen. Nein, wir beschuldigen nicht Wolf. Dafür ist nämlich der Altersunterschied. Und Wolf, ich glaube, so alt ist Wolf nämlich überhaupt gar nicht. Und er war ja nun damals eben halt mit uns bei 7 befreundet. Folgedessen ist er da wirklich zufällig in diese Scheiße reingeraten. Deswegen ist beschuldigen wir Straße einfach. Und ich will mir auch nicht vorstellen, dass es Wolf war. Weil Wolf ist hier der heimliche Held in diesen Spielen. Also in allen Spielen irgendwie. Ja. Der hat immer irgendwie eine gute Lösung gehabt. Senden! Ja. Da bin ich jetzt mal gespannt. Wieso haben Sie verschwiegen, dass Sie für Serenas Fall zuständig waren? Sie waren damals der Erste am Tatort? Komischer Zufall, nicht? Ich glaube, Sie sind mir eine Erklärung schuldig. Sie wollen mich jetzt aber nicht ernsthaft beschuldigen, oder? Und was fällt Ihnen überhaupt ein, sich in den Polizeiserver zu hacken? Aha. Was soll ich Ihnen dazu erklären? Ich bin Polizist und das ist mein Job. Ich war damals als kleiner Streifenpolizist zufällig in der Nähe vom Tatort. Zufällig als kleiner Streifenpolizist. Deshalb wurde ich dorthin beordert. Mehr gibt es nicht zu sagen. Jetzt wird er böse. Dachau 12-1 an Strasser 6. Dachau 12-1 an Strasser 6. Wir haben eine 048. Ich wiederhole, 048. Fahren Sie bitte schnellstmöglich zur Wunschbrücke. Verstärkung folgt umgehend. Dass er die Aufnahmen davon noch hat, was soll das denn? Sie hätten uns das erzählen müssen. Und Sie waren ganz zufällig in der Nähe?
Was bedeutet 048? Schade, er ist schneller. 048 ist die Polizeiabkürzung für Suizid. Und falls Sie immer noch denken, ich verschweige hier absichtlich etwas. Ich habe sogar offen mit Henry über die Tatsache geschrieben. Scheiße, ich dachte, ich könnte das schneller machen hier. Ich kenne den Fall Serena Blake sehr genau, Henry. Ich war damals auch der Erste am Tatort. Wir sind dir wirklich dankbar, dass du uns hilfst. Henry, wir sitzen im selben Boot. Ich habe dieses verfluchte Video selbst gesehen. Lass uns dem Treiben ein Ende setzen. Dies war kurz, nachdem ich mich mit Henry in die Gruppe eingeladen hatte. Und nun sollten wir schnell das Thema wechseln. Ich versuche nämlich gerade, ihre Haut zu retten. Ah, jeder versucht uns irgendwie zu helfen. Oh, Leute, 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 Leute. Ah, wir haben ja noch 27 Minuten. Ich bin gemeinsam mit den IT-Spezialisten dabei, alle Handys aus ihrer Kontaktliste zu überprüfen. Ich weiß, dass ich ihren Vater heute Mittag als Hauptverdächtigen ausgeschlossen habe, aber er hat vor wenigen Minuten diesen Brief abfotografiert. Hallo mein Schatz, wir sind schon ein paar Wochen, blablabla, möchte dir, ich kann es nicht richtig lesen, blablabla. Sebastian hat mich so sehr verletzt. Bitte nimm das. Sebastian hat doch den glücklichsten Menschen zu der Welt und gibt mir das Gefühl, etwas ganz Besonderes zu sein. Deine liebe Serena. Schade, Papa. Sie wollen doch jetzt nicht ernsthaft wieder meinen Vater ins Spiel bringen, oder? Das ist wirklich eigenartig. Darüber muss ich mit ihm reden. Und es gibt noch eine zweite Sache. Da haben wir Tayos Handy gefunden. Die haben wir auf Tayos Handy gefunden. Genau so wollen wir das machen. Jetzt haben wir wieder zwei Optionen. In seiner Fotogalerie befindet sich ein Ordner, der nur Fotos von Chiara beinhaltet. Zufall? Finden Sie nicht auch seltsam, dass er dafür einen eigenen Ordner angelegt hat? Eigentlich ist das nicht Ihre Aufgabe, aber da die Zeit drängt, bitte ich Sie beide damit zu konfrontieren. Wir nehmen uns derweil die weiteren Handys vor. Oh, nicht Tayo, Papa. Wenn ich danach gehen können oder wollen oder wie auch immer, als die Köpfe gewackelt hatte und Henry von uns damit aufmerksam gemacht hat, dass es eben halt einer aus unseren Kontakten sein könnte, wollte ich sowieso den Papa damit auseinandersetzen. Und ja. Ich kann mir nicht vorstellen, Tayo, lass ihn doch auf Chiara stehen, ist doch scheißegal. Wenn er auf Chiara steht, ist doch in Ordnung. Papa, was machst du gerade? Bitte gib auf und stell dich der Polizei. Du hast schon blöd sofort geschrieben. Wieso hast du Zugriff auf mein Handy, mein Junge? Das tut nichts zur Sache. Ein Freund hat mir dabei geholfen, aber jetzt bist du dran mit Erklärung. Ich glaube, du bist eher mir eine Erklärung schuldig. Bevor du jetzt irgendwas verkehrt siehst hier, mein Junge, du musst, lass mich das vertellen. Ich habe hier im Keller noch eine Kiste mit Brief und Serena. Ich hätte längst entsorgen sollen. Aber ich konnte nie. Nachdem du mir vertellt hast, dass Serena ermordet wurde, habe ich sie oben nach oben geholt. Ich habe gehofft, mit den Briefen irgendwas zu finden, was auf den Mörder hindeutet. Und ausgerechnet dann kommt deine Mutter ins Zimmer.
Sie hat die ganzen Liebesbriefe gesehen. Mama ist gerade im Wohnzimmer und weint. Ich hätte was Besseres zu tun, als mit einer albernen Beschuldigung anzuhören. Oh. Ach, scheiße, ist alles Mist. Oh. Wieso hast du einen eigenen Ordner für Chiara auf dein Handy? Ist doch scheißegal. Vielleicht steht da einfach was auf sie. Ist doch kackegal. Ich sehe das hier deine Ernste. Ich habe jetzt wirklich hier meine Handy gehackt. Bevor du jetzt auf irgendwelche komischen Gedanken kommst, lass mich hier kurz erklären. Du erinnerst dich doch sicher noch, wie diese Chiara im Zirkus umgekippt ist. Auch wenn es unangebracht war, ich fand diese Momente so witzig, dass ich das meine Instagram-Account gepostet habe. Und daraufhin wollte sie alle noch mehr Fotos von Chiara sehen. Du weißt ja, welche Wirkung sie auf Männer hatte. Hey Tayo, ist das die Tussi aus dem Kurs, die bei dem Sezieren den Boden geküsst hat? Jep, das ist hier Chiara, wieso? Wäre sie doch nur auf mich gefallen, lol. Ich schicke dir mal ein paar Fotos von ihr. Die machen die Runde, ja, die Runde, okay. Ich werde diese Scheißgalerie jetzt löschen, ja. Das war sowieso eine blöde Idee. Tamji, du wirst es schon schaffen, ne? Du findest den wahren Mördern und bald ist ja alles wieder wie früher. Nur mit weniger Freunde. Wir werden den Mörder irgendwie nicht ver... 3 Personen, die im Zusammenhang...